Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kunterbunten Vlog. Der reine Wahnsinn. Wir sind wieder im Europapark unterwegs. Einige Tage. Uns wird ein Baustellenfest erwarten. Ein kleines Presseevent auch noch. Uns wird der neue 4D-Film vorgestellt. Ich bin super gespannt. Von Nikola Tesla. Und ja, jetzt sind wir noch ein paar Tage hier. Wir haben noch ein, zwei Videoideen vor uns. Genau. Und haben natürlich auch noch ein Hotel, wo wir entspannen wollen. Am Pool chillen. Bei 32 Grad ist es wirklich sehr, sehr warm. Vielleicht ist es das letzte richtig warme Wochenende, bis dann der Herbst dann wirklich kommt. Und ja, wir lassen uns jetzt hier noch ein bisschen treiben und drehen gerade noch ein Video über alle Events oder über alle Sonderevents, die wir auch schon mal besucht haben. Da bietet der Europapark einige. Vom Oktoberfest bis zur Dinnershow. Ist tatsächlich einiges dabei. Wir sind jetzt hier im holländischen Themenbereich und haben uns Pommes mit leckerer Jockey-Soße geholt. Und wir haben vorhin gesehen, dass bis unter Marian bis 22 Uhr so eine kleine Lounge-Party stattfindet. Und da werden wir auf jeden Fall heute unseren Abend ausklingen lassen. Das sieht sehr, sehr cool aus. Wir sind jetzt hier im Camp Resort und schauen uns zum allerersten Mal die Western-Show an. Ich bin sehr gespannt. Es scheint noch alles zu funktionieren und gleich kann es losgehen. Wir haben uns zum allerersten Mal hier im Camp Resort die Show angeschaut, aber leider durften wir euch keine Aufnahmen präsentieren. Entweder ist es eine alte Ansage gewesen, aber Video- und Fotoaufnahmen waren halt einfach nicht gestattet. Es ist eine süße kleine Familienshow, 15 Minuten geht die Show ungefähr. Es werden die ein oder anderen Stunts gezeigt auf den Pferden, aber es ist auch ein bisschen Komik dabei. Es ist ein Clown am Start und der Clown macht hier auch gerade die Piste wieder für morgen an den Start. Und ja, die Show findet tatsächlich nicht immer statt. Da müsst ihr einfach ein bisschen Glück haben. Am Ausgang vom Europapark seht ihr dann solche Schilder. Und wenn das Schild aushängt, dann findet hier auf jeden Fall die Show statt. Ist auch komplett kostenlos. Wir werden jetzt zur Santa Marian gehen und dann noch den Abend ausklingen lassen. Beim schönen Sonnenuntergang und mit leckerem Bowl und Musik. Auf der Santa Maria noch den Spätsommer mit einer leckeren Bowl und ja, genießen den Sonnenuntergang und das ist einfach perfekt hinter Blue Fire und Wodan und einfach richtig, richtig tolle Atmosphäre hier. Wir haben gestern Abend den Abend auf der Magellan Lounge Bar noch ausklingen lassen. Es war richtig, richtig nice und es ist eigentlich ganz cool, die Atmosphäre da oben. Aber der Hoteleingang wird abends zugemacht und dann geht ihr quasi über das Restaurant, über das Don Quixote, kommt ihr dann in den Themenbereich hinein. Manchmal wissen die Mitarbeiter das nicht so und dann sind irgendwie die Türen zu. Aber es müsste eigentlich ein bisschen belebter sein, weil die Location da oben einfach richtig cool ist. Richtig cool, mega. Ja, also es ist wirklich tolle Atmosphäre. Ich bin mal gespannt, wie lange es die jetzt gibt. Keine Ahnung, steht jetzt nicht drauf, bis wann man die besuchen kann. Aber ich glaube, machen die bestimmt auch wetterabhängig. Genau. Und spätestens nächstes Jahr hat sich dann komplett rumgesprochen und dann geht da oben echt die Party ab. Wir ziehen heute ins El Andalus ein. Ja. Und es wird heute ein sehr, sehr warmer Tag. Wir gehen kurz in den Park hinein. Vivi hat ein bisschen Hunger und dann denke ich, dass wir ein bisschen Pool machen. Mhm. Und ich habe in den Veranstaltungskalender heute mal reingeguckt. Heute Abend findet eine Veranstaltung statt mit Essen. Ich weiß nicht, ob wir die ausprobieren werden. Wenn wir noch Tickets kriegen, dann schauen wir uns die mal an. Genau. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ganz spontan lecker essen. Hier in Irland einen leckeren Salat geholt. Ich habe echt so Hunger. Und der Salat ist, glaube ich, perfekt erfrischend für dieses wirklich warme Wetter. Und können wir euch auf jeden Fall immer sehr empfehlen hier. Wir haben im El Andalus eingecheckt und werden heute ganz spontan noch ein Sonderevent machen. Und zwar Wild Scandinavian bei Brian Boysen. Ja, 3-Gänge-Menü, Aperitif ist dabei und ich bin sehr gespannt. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Es sind Spices, also im Park auch. Wir haben jetzt pro Person 58 Euro gezahlt und haben nachher noch einen Freund mitgenommen, auch noch spontan gefragt, aber nicht Lust hat, doch noch mitzukommen. Und ja, wird auf jeden Fall ein spontaner Abend werden. Wir haben gerade geguckt, was haben wir für Klamotten dabei überhaupt. Und ja, wir machen uns gleich ein bisschen ready und dann geht es für uns auf dieses besondere Arrangement. Fertig gemacht und gehen gleich auch erstmal noch in den Park. Um 19 Uhr beginnt nämlich die Veranstaltung. Aber ist angebrochen. Wir haben ja gestern das Wild Scandinavian Cooking gemacht und ich muss wirklich sagen, es war so, so cool. Es ist tatsächlich ein extra Video geworden. Findet ihr unten verlinkt. Deswegen haben wir euch nur so ganz kleine Eindrücke hier für den kunterbunten Vlog mitgebracht. Ist auf jeden Fall ein 3-Gänge-Menü essen. Am Anfang kriegt ihr noch eine Suppe dazu. Ein Dokumentarfilm, der ungefähr eine Dreiviertelstunde lang geht, werdet ihr auch noch anschauen können. Aktuell war es tatsächlich angedacht, dass wir diesen Film im Junior Club Studios schauen. Aber es ist spontan umgezogen in den
den Balsai Bianca. Also, wenn ihr da noch mehr Informationen haben wollt, schaut gerne mal im Video vorbei. Und ich kann euch sagen, es war wirklich unglaublich lecker. Von einem Essen-Event direkt zum nächsten Essen-Event. Wir haben heute den ganzen Tag am Pool eigentlich verbracht und haben das Video geschnitten, was ihr hoffentlich schon gesehen habt, sonst einfach unten in der Videobeschreibung verlinkt vor dem Spices-Event. Und heute wollen wir uns mal ein Arrangement anschauen. Das heißt Fisch Ahoi. Und da sitzt ihr quasi am Kronasar in diesen Booten drin. Ich bin tierisch gespannt, was uns erwarten wird. 4 Gänge werden uns auf jeden Fall erwarten. Das Fisch Ahoi Event findet im Drehkronen statt, besteht aus einem 4-Gang-Menü und kostet pro Person 99 Euro. Ich bin gespannt. Wir wurden jetzt gerade zu unserem Platz gebracht und der Platz ist tatsächlich hier draußen auf diesem Boot und das ist richtig schön dekoriert. Und wie der Platz aussieht, das werden wir euch jetzt mal zeigen. Wir haben unseren ersten Aperitif bekommen, der ist auch im Preis mit inkludiert und ich würde sagen, Prost! Hier vorne haben wir unser Menü stehen. Wie das jetzt alles ausgesprochen wird korrekt, das können wir euch leider nicht sagen, aber ihr könnt es euch auf jeden Fall mal durchlesen. Ein paar Aufnahmen habe ich euch gegeben davon. Und es gibt tatsächlich noch mehr. Also wir wurden hier gerade sehr, sehr herzlich begrüßt und es gibt wohl noch mehr und ob wir richtig Hunger dabei hätten. Wir fangen direkt an mit so einer kleinen Mischung von verschiedenen Dips und Brotsorten. Und ja, das ist immer wieder richtig nice. Besonders dieses Schwarzbrot ist sehr, sehr lecker. Wir fangen an mit dem Gruß aus der Küche, ein Tartar, und es sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Das werden wir jetzt mal probieren. Wir haben jetzt Ceviche vom Kabeljau und es sieht sehr gut aus und das lassen wir uns erstmal schmecken. Wir haben jetzt hier gerade diese Vorspeise gehabt, diesen Fischsalat und die Kombination, dass da Blaubeeren drin sind, das ist super interessant, sehr, sehr lecker. Man muss natürlich sagen, bei Ahoi Fisch muss man natürlich auch Fisch mögen. Das Menü ist natürlich auch alles mit Fisch, aber das ist echt richtig nice, der Salat. Richtig schön mit der Fontänenshow, also man isst den hier richtig nah. Es ist schon mal nochmal ein anderer Blickwinkel, den man hier hat. Richtig cool. Wir haben jetzt eine Hummersuppe bekommen, diesmal in einem weißen Teller serviert. Guten Hunger! Ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen Angst, dass wir hier einen echt großen Hummer serviert bekommen und habe mir tatsächlich schon ein kleines YouTube-Video angeschaut, wie man Hummer isst. Aber ja, zum Glück müssen wir nicht mehr poolen und knacken. Hier ist alles schon fertig und wir essen jetzt mal weiter die Suppe. Haben gerade schon probiert, schmeckt sehr gut. Wir haben jetzt unser T-Bone Steak bekommen und das sieht so viel aus. Schaut mal hier, das ist einfach so groß wie meine Handfläche. Ich hoffe, dass wir das aufkriegen. Hier sind einmal noch Pommes, Parmesan, Trüffel, Kusslau ist auch dabei. Wir haben hier noch Salz zum drüber streuen und noch so etwas schärfere Knoblauch-Paprikasoße. Gerade noch ein Aquavit gereicht bekommen und der Brian hat nämlich wohl auch zu den Kellnern, die hier arbeiten, erzählt, dass man das bis oben ran voll macht und deswegen haben wir das Aquavit auch bis oben ran voll bekommen. Also, ne, Eistrich gibt es da nicht. Da ist es bis oben ran voll. Wenn nicht mehr geht, dann geht nicht mehr. Das Hauptgericht war wirklich sehr, sehr gut. Also das T-Bone Steak top gemacht. Also wirklich wahnsinnig gut. Auch die Soße dazu und die Pommes und Coleslaw war also. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert und es ist wirklich super viel, also ihr müsst wirklich viel Hunger mitbringen, weil, boah, jetzt gibt es noch ein Dessert.
Wir haben jetzt unser Dessert bekommen und zwar ist das einmal ein Pina Colada Sorbet, ein Pina Colada Küchlein, Aquavit und einen kleinen Espresso am Start. Sieht sehr lecker aus, das muss jetzt schmecken. Das Essen war wirklich sehr, sehr gut. Also wir waren so positiv überrascht, auch was die Köche hier gegeben haben. Einfach wirklich der Wahnsinn. Einfach diese verschiedenen Geschmacksrichtungen mit diesen Blaubeeren und dem Fisch. Es war einfach nur mega. Das haben wir so tatsächlich noch nie gegessen. Und das inspiriert auch ein bisschen für zu Hause, das vielleicht auch mal, ist natürlich nicht so gut, aber auch mal auszuprobieren, einfach mal mutiger zu werden. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier das Fisch-Ahoi ausprobiert haben. Es sind insgesamt 6 Gänge gewesen. 4 sind angepriesen worden. Und wir haben jetzt pro Person 99 Euro gezahlt. Da sind also 4 bzw. 6 Gänge mit drin und ein Aperitif. Und natürlich die Getränke, die ihr noch so trinken wollt, kommen noch mit oben drauf. Ein neuer Tag nach den ganzen Essen-Events. Heißt das jetzt mal wieder ein bisschen Attraktion fahren. Heute ist Montag, heute ist der Park tatsächlich gar nicht so voll. Also es ist auch voll, aber jetzt haben wir keine Wartezeiten von über einer Stunde an der Attraktion. Und ich denke, wir fahren jetzt einfach eine Runde Filbuster. Finde ich gut. Ich hätte auch super Lust aufs Rafting, weil die Temperaturen spielen auf jeden Fall noch mit. Und dann schauen wir mal, was der Tag so ergibt. Heute wollen wir auf jeden Fall auch was essen. Essen darf nicht zu kurz kommen. Und zwar wollen wir heute in die Pizzeria ins Colosseo gehen. Da fahren wir auch schon. Ich habe mich heute Morgen schon gefreut auf die Gorgonzola-Pizza. Das ist irgendwie so meine Lieblingspizza. Aber jetzt erstmal ein paar Attraktionen fahren, oder? Gerade von Blue Fire. Wir sind jetzt schon einige Achterbahnen gefahren, weil wir machen nämlich auf Instagram ein Reel zum Thema verschiedene Arten von Menschen, die Achterbahn fahren. Schaut gerne vorbei, Reel Webbing heißen wir da. Ich glaube, das Video ist ganz witzig geworden, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich glaube ganz lustig. Und wir werden jetzt zurück ins Hotel gehen und, glaube ich, in den Pool hüpfen, weil es ist irgendwie immer noch 30 Grad draußen. Andalus-Pool. Man muss wirklich sagen, das ist der kälteste Pool, den wir jetzt bis jetzt ausprobiert haben. Und das war auch das allererste Mal, dass wir hier waren. Und das ist ganz praktisch, das ist auch gar nicht so weit weg von unserem Zimmer. Das heißt, wir können von unserem Zimmer schnell in den Pool hüpfen, uns abkühlen und wieder zurück. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Jetzt haben wir ein bisschen Hunger bekommen und werden jetzt ins Colosseo Hotel gehen und da in die Pizzeria. Und dann werden wir bestimmt lecker Pizza essen. Wir sind jetzt hier in der Pizzeria angekommen. Ich nehme gleich auf jeden Fall Pizza Gorgonzola Spinat, meine absolute Favoritenpizza hier. Und ja, wenn der Europapark noch aufhat, hat die Pizzeria trotzdem geöffnet und dann ist hier auch nicht so viel los. Also wenn ihr ein bisschen vor Parkschluss in die Pizzeria hier reingeht, dann findet ihr auf jeden Fall ein Plätzchen, weil bei der Pizzeria kann man nicht vorher vorreservieren. Wir haben unsere Pizza bekommen, deswegen wird es sehr, sehr schnell. Wir sind noch die Einzigen, die hier sitzen, aber wir lassen uns das mal lecker schmecken. Wir kommen gerade von der Pizzeria im Colosseo und machen jetzt eine kleine Verdauungsfloßfahrt auf Josefinas kaiserliche Zauberreise. Hier begab es los und dann direkt mal ins Boot gesprungen. Wir sind uns noch ein bisschen am Spatt auf dem Hotelzimmer und jetzt wollen wir noch mal in die Magellan Lounge Bar gehen, weil da ist ja immer noch der DJ am Start. Bis 22 Uhr geht da die Luzi ab. Und lassen da auf jeden Fall heute noch den Abend ausklingen. Eigentlich wollten wir heute zum Sundowner auf die Magellan Lounge Bar gehen, aber die hat nur freitags und samstags geöffnet. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Freitag, Samstag hat die nur geöffnet. Und jetzt sitzen wir hier einfach weiterhin schön im Bell Rock und gucken, was wir hier trinken. Ein
neuer Tag ist angebrochen. Wir haben uns ein bisschen fertig gemacht, weil heute ist nämlich die Premiere vom neuen 4D-Film Voltron hier im Europapark. Und wir sind schon sehr gespannt auf die Premiere. Und am Ende ist auch noch ein Baustellenfest. Und wir sind wirklich sehr gespannt. Haben uns ein bisschen rausgeputzt und ich würde sagen, let's go. Guten Abend. First, we celebrate the world premiere of the new 4D movie by MacMagic, Voltron 4D. Wir sind jetzt durch hier und wir sind gerade aktuell auf der Baustelle. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender und auch ein bisschen anstrengender, aber echt krass ereignisreicher Abend. Und ich weiß gar nicht, wie soll ich das mal alles verbauen. Es war ein richtig toll, vollwertiges Video. Vielleicht auch mal sagen, wir werden den Abend ausklingen lassen und melden uns morgen wieder. Nach 6 Tagen und 4 Nächten hier im El Andalus, zwischendurch waren wir nochmal in einem anderen Hotel, haben wir jetzt mal ausgecheckt und werden jetzt gleich noch in den Park gehen und noch ein Video bezüglich Halloween, also was uns so an Halloween erwartet, aufnehmen, so eine kleine Vorschau. Wie war es denn gestern? Also gestern war schon so richtig krass, also man realisiert das halt erst im Nachhinein alles, weil es sind so viele Eindrücke, die auf einen draufprasseln. Und jetzt sind wir erstmal so, oh mein Gott, wir waren da und was haben wir da gesehen? Wir waren auf dieser Baustelle und war man auf einmal auf der Baustelle. Dann habe ich zu Kevin irgendwann gesagt, können wir bitte gerade darüber reden, dass wir uns auf der Kroatien-Baustelle befinden. Das war schon so ein bisschen Gänsehaut-Moment. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, wenn der Kurs da aufmacht. Aber bevor es soweit ist, haben wir noch ein bisschen Zeit und werden jetzt erstmal uns zum Thema Halloween widmen. Das war's aber jetzt an dieser Stelle mit dem kunterbunten Vlog. Gerade eben sind wir noch eine Runde Wodan gefahren. Ist ein bisschen längeres Video bestimmt geworden und auch sehr, sehr foodlastig. Wir werden uns bestimmt wiedersehen hier auf dem YouTube-Kanal. Lasst dafür ein Like da und ein Abo. Da verpasst ihr auch kein Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Henne. Tschüss.